meine Freunde, willkommen zurück in Disney's Dreamlight Valley. Die Zeit ist um, 4 Tage hat diese komische Pflanze hier gewachsen und bam, die Kugel ist fertig, sie sitzt drin. Läuft! So Leute, wir sind wieder da. Wir müssen mit Scar reden, nachdem jetzt dieses komische Ding da oben läuft. Das ist auch mal was, was jetzt weggehört langsam. Zeug nervt mich. Scar? Ja, sitzt er in seiner Höhle drin. Da wirklich. Ah. Wie ich sehe, hast du überleben, mein Königreich gebracht. Und keinen Moment zu früh. Ich bin völlig ausgehungert. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht geglaubt, dass du es schaffen würdest. Auch nicht mit meiner Hilfe. Schon Größeres bewältigt. Ja, es ist eindeutig, dass du einige Fähigkeiten hast, im Gegensatz zu einem gewissen weißmähnigen Schwätzer und einem eher störenden Neffen von mir, wo auch immer er sein mag. Ich schätze, in diesem Tal ist genug Platz für uns beide, Wicked, solange du eines nicht vergisst. Die sonnige Ebene ist mein Königreich. Und sie gehört niemandem sonst. Vergiss das niemals. Ja, ich hab dich schon hochgelevelt und ich vergesse das schon nicht, du Sackelpicker. Ja, Natur und Pflege fertig. So, was hast du noch zu bieten, mein Freund? Wenn es nicht unser erlauchter Herrscher ist, der sich unter das gewöhnliche Volk mischt, was für das Bescheidene bleibe. Mir zu helfen, brauchst du was? Wie großmütig von dir. Aber vielleicht solltest du zuerst dir selbst helfen. Dir gefällt meine Kleidung nicht? Er fehlt jetzt an Würde, dein Fell ist stumpf und zerlumpt. Ist echt Fell. Kaum eines Warzenschweins würdig. Jetzt will er, dass ich mich schöner anziehe. Ich kann nur vermuten, dass es hier jemanden gibt, der für die Herstellung von Kleidung verantwortlich ist, die du auf deiner seltsamen, felllosen Haut trägst. Lass dir einen für einen Anführer angemessenen Mantel anfertigen, der für ein Treffen mit mir würdig ist. Ich werde Mutter Gothel fragen. Ja, ist richtig. Ich habe ihre Besessenheit für all diese Intrigen nie verstanden. Es ist irgendwie lustig, wenn es von dir kommt. Oh, Wicked, ich würde nicht im Traum daran denken, dich zu betrügen. Du hast es geschafft. Hurra! Freunde sind keine Nahrung, hört sich ja schon mal sehr gut an, oder? So, Pupil, wo bist du, Gothel? Gothel ist immer da unten, oder? Ja. Die stehen schon ewig darum. Soll ich auch mal ernten? Hey Gothel. Hier drüben. Wicked, und was? Ja, die Stimme ist so marktdurchdringend. Und was verschafft mir heute das Vergnügen deiner Gesellschaft? Also dieser Löwe, der auf den sonnigen Ebenen lebt. Lass mich raten, du willst ihn loswerden, bevor er jemanden jagt und frisst. Ich habe genau das Richtige. Nein. Ich versuche es gerade davon zu überzeugen, mit mir zu reden, aber er wird das erst so nicht tun, solange ich meinen Mantel für einen Herrscher nicht angemessen ist. Ich hatte gehofft, du könntest mir dabei helfen. Möglicherweise, aber warum erlaubst du dieser Bestie im Dorf zu bleiben? Meine Liebe, die schnellste Lösung wäre, dieses dumme Kätzchen mit in einen Mantel zu verwandeln. Ja. Er könnte noch nützlich werden. Scar, um sich herum zu haben, um ihn für deine eigenen Zwecke zu manipulieren? Ich kann nicht sagen, dass ich das missbillige. Wenn du willst, dass ich dir einen Mantel machen soll, musst du mir die Materialien bringen. Oh Wunder. Ich brauche Fasern, Stoffstücke, ein paar Zitrine und Eisenbarren.
Zitrin? Für einen Mantel? Warum willst du, dass ich nach Edelsteinen suche? Damit du lernst, keine dummen Fragen zu stellen. Oh, ich mache dir Spaß. Du solltest wirklich öfters lächeln, Wicked. Du siehst immer so bedrückt aus. Geh jetzt und komm erst zurück, wenn du alles hast, was ich gebeten habe. Gut. Wenn ich jetzt sage, es beginnt so. Was hat denn der da eigentlich? Es beginnt so, wie es aufgehört hat, dann stimmt das auch. Ja, will der doch tatsächlich vielleicht das haben, was ich damit mitrufe? Ich muss mit dir sprechen. Hi. Bad in der Sonne. Freundlichen Dank. Das ist jetzt wirklich verwunderlich, dass das jetzt funktioniert hat. Sehr strange. So, gucken wir mal. Eisenbahn, Zitrin, Stoff und Faser. Eisenbahn. Zitrin. Stoff. Fasern. Also hapert's am Stoff. Sowas aber. Das ist ja wirklich cool, ich habe alles gehabt. Geil! Geil. Super geil. Das ist wirklich gut. Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Abmarsch! Wir wollen da ja relativ schnell vorankommen. Ach, tu mir einen Gefallen, Schatz. Ja? Hallo. Ja, die Edelsteine hat es für sich selbst gemacht. Man das einfach fragen können. Sie ist als bezahlt auf meine Dienste. Worauf wartest du noch? Los! Ekelhaft. Nicht jetzt aus irgendwelchen Umweltgründen oder sonst was, sondern weil die Farbe ist, das ist Kacke. So kackbraun mit Kotzgrün obendrauf. Was für ein Zufall. Genau dich wollte ich sprechen. Aha. Na, ich denke, ich sollte den Grund für meine miese Laune nennen. Das ist ganz einfach. Ich bin am Verhungern, in diesem Dorf gibt es kaum weiter für mich. Natürlich habe ich eine deiner fetten, gefiederten Nachbarn gesehen. Aber ich nehme an, es würde dir missfallen, wenn ich einen von ihnen verspeisen würde. Ska, das sind Freunde, kein Essen. Wenn du darauf bestehst, aber ich muss etwas fressen. Du könntest Fisch essen. Katzen lieben Fisch. Vielleicht mögen deine kleinen Kätzchen das, aber ich bräuchte eine Fischmahlzeit für einen Löwen. Ich bin am Verhungern. Okay, ich denke, Remy kann uns am besten helfen. Die Ratte?
Das ist nicht mal ein Appetit habt, aber wenn ich keine andere Wahl habe. Nein, nein. Ich meinte, wir können Ren bitten, dir etwas zu kochen. Igitt. Ich erinnere mich an die ekelhaften Mahlzeiten, die er vor dem Vergessen zubereitet hat. Ich hoffe um seinetwillen, dass er nun besser kocht. Wenn es sein muss, fresse ich auch mal ein Nagetier. Bleib bitte hier und friss, Kahn. Du hast es geschafft. Es ist so laut, dass man eigentlich jetzt da. Es geht ja eigentlich hier zum. Oh mein Gott, das ist das Tal und sein wiederherstellendes Ding. Es gibt dann eigentlich nur den Typen da irgendwie gerade irgendwie streicheln. Gut, das ist eine Katze, die streichelt man halt aber. Hallo! Moment, der Mantel, den du trägst, der erinnert mich an etwas, an jemanden. Oh, oh nein. Du willst, dass ich für Scar koche, den strengsten Esskritiker im gesamten Tal? Er ist so hungrig, dass alles wie Essen aussieht. Dieser Dorfbilder wie Essen aussieht. Ja. Ja! Die Triceps. Teriyaki Maki und Sake Maki. Das ist ja cool. Ich glaube, ich kenne die sogar, die Rezepte von dem einen schon, oder? Aber natürlich lasse ich was nicht nehmen und lerne es trotzdem. So. Wir haben hier jetzt Hauptspeise. Teriyaki Maki. Das ist beide gelernt. Ach so. Ist das eine jetzt wieder Vorspeise, das andere Nachspeise oder wie? Tekamaki. Bin überfragt. Und Sakimaki. Ah ja, noch hier. Könnte sogar sein, dass ich das habe, zumindest Kleinigkeiten davon, aber alles wird ja schwierig. Das Content-Update hier strotzt aber gerade, jetzt muss man leider sagen. Strotzt aber eigentlich nur so nach Aufgaben, die absichtlich in die Länge gezogen sind. Wart 4 Tage. Setz eine Pflanze ein. Wart 4 Tage. Alter, warum? Warum soll ich das tun? So halt. Einzige Begründung, so halt. Okay. So, das war Sakimaki. Tekamaki. Bisteppert, ich habe 2-mal den Scheißfischer. Das ist so ein Glück, kann man ja gar nicht haben, oder? Ja, ich weiß nicht, wieso das nicht funktioniert. Ja. Die Server dürften am Launchtag von dem Update wieder im Eimer sein. Also irgendwie. Oh, ich bin im Online-Modus. Geht doch. Fuck. Scheiße. Na gut, okay.
Emmy? Okay. So, her damit. Rückerglück mit dem Fisch. Hey, du bist es. Oh. Au revoir. Sicherheit in der Masse. Na gut, dann gucken wir mal. Bringen wir das in Scar? Schauen wir mal. Oh, hey, Ratte, bleib da. Ich meine, Remy, Entschuldigung. Ja, stimmt ja auch, gerade Hunger. Eigentlich war es ja so ein Taki-Saki-Ding und Sushi war ein extra Ding. Kuchen mag ich schon mal nicht. Er wird dich schon fressen. Ja, wir haben ihn besänftigt. Fürs Erste. Naja, sicher freut er sich, dass er nicht gefressen wird. Ja, mach ich, aber red. Nun, Wicked, deine Nachbarn haben eine Pause von meinem Hunger nach Fleisch verdient. Solltest netter zu den Leuten sein. Nett interessiert mich nicht. Ich will Gehorsam und Respekt. Nächstes. Gut, du bist es. Komm mit. Wo ist das Problem? Sag mir, hast du dir deinen ach so vollen Terminkalender einmal Zeit genommen, um die sonnige Ebene zu erkunden? Moment, was rede ich dir? Was rede ich dir? Du gehst ja immer auf Nummer sicher. Nun, wenn du dir die Mühe gemacht hättest, wüsstest du, dass das Gebiet mit genug noch übersät ist. Was ist mit den Knus passiert? Das weiß ich nicht mehr. Aber das ist nicht der Punkt, Wicked. Der Punkt ist, dass die größte Teil der Ebene für mich, für uns unbrauchbar ist. Bevor du weggingst, war das kein Problem. Du warst sehr gut darin, die Knochen auszugraben und sie zu entfernen. Natürlich war deine herrschaftliche Schaufel damals besser. Ich glaube, mich zu erinnern, dass sie etwas mit diesem aufgeblasenen Dagobertag zu tun hatte. Er konnte deine Schaufel auf irgendeine Weise verbessern. Hört sich gut an. Ich werde mit Herrn Duck darüber sprechen, meine Schaufel zu verbessern, damit wir die sonnige Ebene saubern können. Kusch, kusch. Ich bin fertig mit dir. Ja, ich bin auch fertig mit dir. You suck. Ich muss mit dir sprechen. Ja, wir sollten ihm nicht immer helfen, wenn er immer so ungut ist. Ja, du hilfst mir nicht, ja. Ich nehme an, du hast recht, du tust dem Dorf einen Gefallen und mein Geschäft wird stark von neuen Produkten der sonnigen Ebene profitieren. Aber es gab uns lernen, nicht alles zu zerstören und zu erwarten, dass jemand anders kommt und seine Probleme für ihn löst. Diese Form
Sollte deine Schaufel stark genug machen, um die Knochen zu entfernen. Moment, wie funktioniert die? Brauche ich irgendwas dafür? Ei, das wirst du. Aber ich bin nicht im Schaufelreparaturgeschäft. Vielleicht kann Skadi weiterhelfen. Freundlichen Dank. Er weiß, Hauptsache der hat das mit, aber er weiß nicht, was man damit macht. Und wieder zu Scar. Scarface! Narbengesicht. Nur wenn ich das jetzt richtig übersetze. Tap, tap, talala, tap, talala. Oh, hallo. Nein, kannst du nicht. Ja, ich habe vorgelegt und weiß, was ich damit machen soll. Ah, ich bin nur von Idioten umgeben. Sehen meine Pfoten auf, als aus, als wären sie für solche Dinge gemacht. Ich erinnere mich allerdings an etwas. Vor dem Vergessen hast du dafür trockenes Holz gesammelt und Dinge hergestellt, die du Eisenbahnen nanntest. Oh. Und da ist natürlich noch eine kleine Sache mit Löwenkrallen, die du hinzugefügt hast. Ja, ich besorge alles. Ich bewundere deinen Eifer zu helfen und wie ein Kopf dieses Junges herumzulaufen. Gelegentlich haben wir gerade den Felsen gebrochen. Du musst in der Nähe der Klippen auf der sonnigen Ebene suchen. Du hast es geschafft. Was brauche ich denn? Fünf Eisenbahn. Löwenkrallen sind in der Nähe der Klippen auf der sonnigen Ebene. So, jetzt wird's spannend. Oh. Voilà. Das reicht ja so anders anscheinend. Aha, hier. So, jetzt fehlt mir einer. Gehen wir mal die Runde. Gehen wir mal auf die andere Seite. Hin, so da lang. So ist da jetzt auch noch was für die Klippen herbei. Fuck! Es muss jetzt da wo sein bei den Klippen. Wieso finde ich das nicht? Mir fehlt das fünfte.
Gibt's denn, erzählt da was anderes auch dazu? So, passt. Wir haben 10 solche, keine Ahnung, ob wir noch mehr brauchen, sollen wir gleich wissen. So, 5 Eisenbahnen. Nein, nicht Wally. So schneller gegangen als erwartet. So ein komisches Erzvorkommen gehabt, das so platzt ist, somit diese Timer rennt und 10 so Dinge, da waren viele dabei. Geht sich aber auf Stück genau jetzt aus. Nee, doch nicht. Das waren es rein, ja. Jetzt stellen wir den her. Ja, es kickt da die Online-Verbindung. So, schauen wir sich mal an, was die Sonne-Ebene kann, jetzt wo wir die bessere Schaufel haben. Die schaut irgendwie immer gleich aus, die Schaufel. Ah, das sind diese Special-Dinger. Auch weg. 3. 4. So, erledigt. Kehre zu Scar zurück. Erneut. Los, renn da in die gute Höhle. Oh, hallo. Nennst du mich einen Idioten? Ich nenne dich einen halben Idioten, Wicket. Du hast die Arbeit nur halb erledigt. Aber die Größten sind noch da und teilen es sondern in zwei Hälften. Das erste. Ja, und noch eine Quest. Dann bist du ja, wenn du immer noch daran interessiert bist, mir zu helfen, unser Gebiet zurückzukommen, habe ich eine Lösung gefunden. Ich habe gerade Zeit. Nun, vor nicht allzu langer Zeit hast du einige genug noch entfernt in der Ebene herumliegen, aber du konntest nur die kleinsten von ihnen entfernen, was wenig hilfreich war. Jetzt habe ich eine Lösung, um alle zu entfernen. Mit der Frau auf der Lichtung, mit Gotl, warum? Ich frag's mal. Kusch, kusch, ich bin fertig. Kusch, kusch, ich bin fertig mit dir. So, jetzt muss ich hier noch für den Dagobert was aufstellen, geschwind. Der wollte ja 10 Möbelstücke da haben, das lasse ich ja schnell machen. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Sprich mit Dagobert Duck. Sprich mit Dagobert Duck. Duck, Duck, Duck. Sprich mit Dagobert Duck. Ich hoffe, der ist fertig. Hast du eine Minute Zeit?
Die Wirtschaft wird immer stärker. So, jetzt muss ich meinen Klump wieder einsammeln. Wäre jetzt ja nicht blöd, wenn das irgendwie flöten geht. Aber man merkt schon, dass es ruckt und stockt, das Ganze. Das ist so laggt, nicht ruckt, stockt, es laggt. Sorry. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, jetzt muss ich zu Gürtel. Hallo. Hier drüben. Oh, da sucht jemand meinen mütterlichen Rat. Wie kann ich dir helfen, mein Lieber? Eigentlich versuchen Scar und ich. Echt? Sag mir nicht, dass du immer noch immer mit dieser Kreatur abgibst. Mein Rat sofort aus dem Tal verbannen. Mein Rat ist, ihn sofort aus dem Tal zu verbannen. Weißt du, dass er versucht hat, mich wie eine Art Beute zu jagen? Vor dem Vergessenen sammelte ich Kräuter und ich spürte, dass mich jetzt verfolgt hätte. Dieses Etwas hatte hungrige Absichten. Als Herzog, es wäre alles nur ein Versehen, aber ich wusste, dass es eine Lüge war. Er warf das Suchen nach einem Brunch und beschloss, dass ich es sein sollte. Bin sicher, es war ein Missverständnis. Er leugnet es natürlich, aber ich konnte in seinen Augen sehen, dass es für ihn ein Dreigänge-Menü plus Nachspeise war. Wenn es gar mehr Platz zum Herumstreifen hätte, gäbe es dieses Problem vielleicht nicht. Hört sich gut an. Ich bin schockiert. Ja, das war echt so. Diese junge, brillante und schöne Frau studierte die Löwen und erfuhr etwas, das man den ewigen Kreis nennt. Für sie gibt es eine Ordnung in der Welt. Und jedes Lebewesen nimmt daran teil. Die Löwen fressen die Gnus, aber wenn die Knochen sterben. Aber wenn die Löwen sterben, werden sie selbst zu dem Gras, das die Gnus fressen. Ja, haha. Jetzt wieder Merlins Bibliothek durchforstet. So, alles klar, finden die Zutaten, bräuchte den Trank, rette den Tag. Aber was brauche ich für den Trank? Und die üblichen Sachen. Ein paar gereinigte Nachscherben, Alter. Behalte Knochen, je älter und brüchiger, desto besser. Nein, ich bin hier in der Sicht, du musst mir helfen. Gib mir Anweisungen! Und dich links, gehst ein Stück, nimmst die erste Abzweigung nach rechts, biegst dann wieder links ab. Links, rechts, links. Okay, ich glaube, das schaffe ich. Scar sollte wissen, wie das geht. Er scheint die Vorliebe für Zerstörung zu haben. Okay, ich werde ein paar alte Knochen in den Minen suchen, ein paar gereinigte Nachtscherben besorgen und mit Scar reden, um herauszufinden, wie man alles zu einem Trank verarbeiten kann. Gut. Ach Gott. Weißt du, dass du immer auf mich hören musst? Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass es wieder extrem anstrengend wird.
Ich glaube, ich habe die Nachtscherben nicht. Ich schau gerade mal. Also, schreit er schon wieder nach, ich muss jetzt irgendwas anders machen. Aber sag auch gleich dazu, das für die ersten paar Tage ist das schon wirklich gut. Okay, Leute, na, ich besorg mal das Mats und bin dann gleich wieder da. Beziehungsweise werden wir hier den Part wieder beenden, das nicht so lang dauert. Wir schalten jetzt wieder ein, beim nächsten geht's weiter. Wir sind da so gefühlt, würde ich sagen, sind wir bald durch. Wir sind schon beim Verzaubern der Schaufel und das wird nicht mehr recht lang dauern. Gut, Leute, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber like, comment, nichts vergessen, bis dann und ciao.